Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Basler Zeitung. Vor 3 Jahren haben Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja gesagt zu den Masseneinwanderungsinitiativen, also Ja zu einer eigenständigen Steuerung der Einwanderung. In diesen 3 Jahren ist jetzt immer klar geworden, es ist nicht viel passiert, aber jetzt wird es langsam klar, dass der Verfassungsauftrag so vom Parlament nicht umgesetzt wird. Ist das, weil das Parlament das gar nicht kann? Oder nimmt das Parlament, nehmen die Politiker in Bern, die Leute und die Verfassung nicht mehr ernst? Und was ist zu halten von dem neuesten Vorschlag vom sogenannten Inländervorrang? Das diskutieren wir mit 3 Leuten, die das aus 3 sehr unterschiedlichen Perspektiven abbildet. Ich freue mich sehr auf Monika Rühl. Sie sind Direktorin vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Sie sagen ja, die Einwanderung soll besser gesteuert werden, aber die bilateralen Verträge sind wichtiger. Bei uns ist Christoph Blocher. Ich freue mich sehr, er ist der Strategiechef der SVP. Sie sind auch Mitbesitzer der Basler Zeitung und ihre Partei ist natürlich empört, dass der Wille der Stimmbürger missachtet wird. Der ehemalige Preisüberwacher und SP-Nationalrat Rudolf Stamm ist bei uns. Sie sagen, ein Inländervorrang macht eigentlich Sinn, aber nicht mit Kontingent, so wie das jetzt in der Verfassung steht. Ich will gerne aktuell anfangen bei dem neuen Vorschlag der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat, Herr Blocher. Die SVP hat ja schon den Vorschlag vom Nationalrat, den Inländervorrang Leit von Kurt Fluri, vehement kritisiert. Sie haben gesagt, er setzt überhaupt nichts um von der Initiative. Wie viel besser ist der Vorschlag aus der Ständeratskommission? Nicht besser, aber noch verrechter. Also er ist ja ein bisschen schärfer. Ja, schärfer. Beide werden die Massenzuwanderung, die man mit dem Artikel beschränken will, zu einer kontrollierten Einwanderung nicht beeinflussen. Aber eine unglaubliche Bürokratie bringen, die alles überschreitet, was bei dem, was die Initiative vorschreibt. Da würde ich jetzt gerade zweimal widersprechen. Erstens sagen ja die, die das verfechten, doch, es bringt eine gewisse Reduktion der Einwanderung. Und zweitens, Kontingenz in der Bürokratie. Das werden wir dann sehen. Mhm. Es stimmt, die Regelung, die die Verfassung vorsieht, bringt gewisse administrative Auflagen der Betrieb. Da haben wir 37 Jahre Erfahrung und immer die Leute bekommen, die wir brauchen und die nicht, die wir nicht brauchen. Habe ich selber von Anfang an mitgemacht, kenne die 37-jährige Erfahrung und die hat Erfolg gehabt. Die Zuwanderung ist bei dem starken Wirtschaftswachstum, das wir hier gehen, und aber auch in den Rezessionen zwischendrin im Durchschnitt etwa 20'000 gewesen. Und jetzt haben wir in den letzten 7 Jahren über 80'000. Und das hat mit vielem zu tun, aber eigentlich ist die Personenfreizügigkeit. Und dortmal haben wir das geregelt, nach den 60er Jahren, wo eben auch Personenfreizügigkeit bestand hat. Und dann hat es noch verantwortungsvolle Unternehmer gegeben. Nicht nur Manager und ein Economy Suisse, die für morgen oder übermorgen schauen. Die haben gesagt, wir müssen eine Regelung machen, die das Schweizer Volk kann tragen kann. Gut. Und dann hat man das gemacht, das mit Inländervorrang, mit jährlichen Kontingenten, jährlichen Höchstgrenzen, Beschränkungen in den Sozialleistungen und Beschränkungen beim Familiennachzug. Also die Initiative hat sich eigentlich ziemlich genau an dem orientiert, ja, wo man ganz damals genau. Wir sind okay. Keine fantasievolle Leute. Wir müssen das nehmen, was sich bewährt hat. Okay, aber Sie sagen, nochmal, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist eigentlich eine Verschlimmbesserung, die wir jetzt haben. Ja, und es bringt keine Senkung. Aber man tut es so, wie wenn es ein Inländervorrang wäre, indem man die Leute meldet, der Abendvermittlungszentren. Das ist der eine Vorschlag vom Nationalrat und ist erst noch freiwillig. Und das andere, was der Ständerat noch hat, einfach sich mal vorstellen, der die Hei hockt und jemanden braucht, einen Baumeister, und jetzt sucht er jemanden, jetzt ist er verpflichtet, auf die Arbeitsvermittlungszentren zu gehen. Die, die Erfahrung haben mit denen, wissen, was das heisst. Dann meldet man ihm vielleicht 5 oder 10, hegen sie. Jetzt wird er noch verpflichtet, Gespräche zu führen mit denen. Nachher muss er begründen. Ich glaube, wir kommen nachher auf das, Herr Blocher. Schauen Sie sich ein bisschen genauer an, was das bedeutet. Dann muss jeder sagen, warum er nicht genommen hat. Genau. Also Sie sagen, das ist eine riesige Geschichte, oder? Eine riesige Bürokratie. Nein, das ist ja...
Gut. Aber wenn es das wollen, da die Arbeitgeber sind ja auch ein bisschen schuld. Die haben ja, ja, dann hören wir doch, mal den Arbeitgeber ein bisschen zu. Es ist jetzt relativ, die ganze Palette von den Argumenten, Frau Rühl. Ja gut, also ich meine, der Vorwurf, dass die Wirtschaft nicht mitzieht, der ist völlig ungerechtfertigt. Wir haben sehr früh ein Umsetzungskonzept vorgelegt, wo wir gesagt haben, was wir bereit sind mitzutragen. Wir nehmen den Volksentscheid sehr ernst. Und wir glauben jetzt, die Diskussion, die sich im Parlament entwickelt, geht in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man festhalten, oder wenn Sie sagen, 37 Jahre Erfahrung mit Kontingent, dann muss man schon festhalten und anerkennen, dass sich die Zuwanderung in den letzten 40 Jahren sehr stark verändert hat. In den 70er Jahren haben wir Zuwanderung von tief qualifizierten Personen mehrheitlich und heutzutage haben wir eine Zuwanderung von bestqualifizierte Personen mehrheitlich. Und da wollen mit alten Rezepten arbeiten, das passt einfach nicht. Und wenn man schaut, was für Bürokratie die Kontingentierung von Leuten aus den Drittstaaten verursacht, dann ist der Aufwand für die Unternehmungen enorm hoch. Darum glauben wir, dass der Nationalrat und jetzt auch die ständerätliche Kommission in die richtige Richtung gehen und sagen, wir müssen mit dem Inländervorrang arbeiten. Weil das ist ja eigentlich das, um was es geht. Wenn wir Zuwanderung absetzen müssen, dann müssen wir die Leute, die schon im Land sind, besser nutzen, ihr Arbeitsmarktpotenzial besser nutzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Fachkräfteinitiative vom Bund, es gibt ein Projekt, das heisst «Zukunft Arbeitsmarkt Schweiz» vom Arbeitgeberverband und von der Economie Suisse, wo wir sagen, es gibt Potenzial für ältere Arbeitnehmende, für Frauen und für die Jungen. Und jetzt der Inländervorrang setzt eben genau bei diesem Potenzial an. Und wir glauben, dass es richtig ist, dass man in diesen Berufsgruppen und in diesen Regionen, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist oder wo es andere Mangelindikatoren gibt, dass man dort gezielt ansetzt. Also aus Sicht der schweizerischen Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer denkt, dass die jetzt quasi besser gestellt werden. Oder was jetzt vorgesehen ist, ist ja nicht ein flächendeckender Inländervorrang, sondern der Hotelier in Zermatt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass im Kanton Wallis eine hohe Arbeitslosigkeit gibt bei den Köchen. Dann muss der Hotelier in Zermatt, wenn er einen Ausländer anstellen will, dann ist er meldepflichtig. Wenn der Hotelier in Zermatt sagt, nein, ich stelle einen Inländer an, dann passiert nichts. Dann muss er eigentlich nichts machen. Wenn er einen Ausländer anstellen will, muss er das im regionalen Arbeitsvermittlungszentrum melden. Das Arbeitsvermittlungszentrum muss ihm dann Vorschläge machen und er muss Leute einladen zu einem Vorstellungsgespräch. Das tragen wir mit. Was wir aber nicht wollen, ist, dass dann der Hotelier in Zermatt muss begründen muss, wieso dass er den einen oder andere Kandidat nicht nimmt. Weil wir glauben, das ist etwas, das ein zu starker Eingriff ist in die Personalpolitik von dem Hotelier. Das ist aber vorgesehen, dem Vorschlag. Genau. Jetzt, inklusive Buss, wenn es dann zu einer falschen Begründung kommt. 40'000 Franken. Und mit dem Teil des Vorschlags sind wir eben nicht einverstanden. Gut, machen wir da mal einen Punkt. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Mhm. Oder für uns, das Parlament geht in die richtige Richtung. Und für uns ist wirklich ausschlaggebend, dass jetzt Massnahmen gefunden werden, die das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU nicht verletzen. Weil wir wollen die bilateralen Verträge erhalten. Sie sagen, erhalten. Es ist absolut wichtig, dass es in keiner Art und Weise verletzt wird. Genau. Mhm. Bevor wir zu Ihnen kommen, ich mache gerne hin und her, Herr Blocher. Ja, es ist gar nicht möglich. Was das Schweizer Volk beschlossen hat, ist ein Widerspruch zur Personenfreizügigkeit. Personenfreizügigkeit heisst, der Ausländer muss auf dem Arbeitsmarkt genau gleichgestellt werden wie der Inländer. Genau gleich, jeder Bezirk, keine Benachteiligung. Und mit diesem Prinzip hat der Verfassungsartikel gebrochen. Haben wir auch diskutiert, hat auch der Bundesrat geschrieben. In der Botschaft, als Parlament und nachher das Abstimmungsbüchli. Das ist ein Widerspruch zu der Personenfreizügigkeit. Passet auf, wenn ihr das beschlüsset und die Schweizer Volk hat beschlossen. Und Personenfreizügigkeit, das geht nicht. Und sie werden auch keine Senkung
von dieser massiven Zuwanderung anbringen mit dem Wortspiel Inländervorrang. Wenn man etwas melden muss, ist kein Inländervorrang. Also Bruno Sauter vom Kanton Zürich auch verantwortlich ist, steht von den Behörden aus für den Arbeitsmarkt. Ja. Der sagt, es bringt allein für den Kanton Zürich mehrere Tausend, die man reduzieren kann. Und wenn man es auf die ganze Schweiz hochrechnet, dann gibt das einen recht bedeutenden Anteil. Wir werden es dann sehen. Wir werden es sehen. Ich bin Unternehmer. Und Unternehmer, die nehmen die besten Leute zu den besten Preisen. Fertig. Und bei der Regelung, wie es die Bundesverfassung vorgesehen und wie wir es hatten, hat man, bevor man einen Ausländer angestellt hat, hat man eine Bewilligung holen und sagen, habe ich jemanden gesucht. Da ist manchmal ganz schnell gegangen in einer Region, wo sie einen Chemiker brauchen, wo weiss ich jetzt Bescheid, oder? Mhm. Und sie machen ein Inserat und es meldet sich kein einziger Chemiker, ist der Nachweis einfach zu bringen. Aber Frau Rühl sagt, bei den dritten Staaten zum Beispiel sei es sehr bürokratisch. Also sehr bürokratisch, weil man dort bewusst, zum Schweizer Volk keine Einbremsen, Dings abgenommen hat, Kontingent abgenommen hat, von 8'000 auf 6'000. Das war trotz Reaktion und das ist ein Blödsinn. Und es stimmt, bei der Regelung, die wir haben, werden natürlich die Drittland auch in die Kontingente einbezogen. Und wenn einer einen amerikanischen Forscher braucht oder einen chinesischen, wenn wir jetzt mit Chinesen haben, chinesischen Mitarbeiter, und dann sagt man, ja, du kannst ja von diesen 15% Portugiesen nehmen, die da sind. Das ist eine Bierlösung. Passt nicht richtig zusammen. Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Kategorien von Personen. Frau Sommaruga hat die Kontingente für die Drittstaaten von 8'000 auf 6'000 abgetan, weil wir ja die grosse Zuwanderung haben aus der EU. Also muss ich sagen, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, weil das sind ja sicher eigentlich die Leute, die am wenigsten in Frage gestellt werden. Aber mal schauen, was Ihnen wichtig ist, Herr Strahm. Also jetzt wird doch ein bisschen Verwirrstrategie gemacht. Also ich gehe davon aus, die Initiative, die angenommen ist, das ist jetzt nicht mehr eine Initiative von der SVP, sondern das ist Verfassungsrecht, wo ja zwei Sachen. Das eine ist Kontingent und das zweite ist ein Inländervorrang. Das ist nicht ausgedeutscht, wie das geht. Höchstgrenzen aber. Ja. Kontingent, also so Höchstgrenze ist, läuft auf das raus. Oder? Jetzt Kontingent ist, glaube ich, jetzt vom Tisch, das ist sehr unpraktikabel. Was mache ich da im August? Oder? Die Höchstgrenze muss festgelegt werden. Und wie im August ist das ausgeschöpft. Und das muss ja zuteilt werden. Wer überkommt den? Sicher die Bauern am meisten. Oder? Und die Lobby starke Organisationen. Und dann muss der Bundesrat wieder abrücken. Hingegen der Inländervorrang, und ich möchte jetzt das noch etwas klären. Der Inländervorrang ist bis jetzt, bis 2007, praktiziert worden, auch gegenüber den EU-Leuten. EU-EWR, oder? Ist eingespielt und das hat eine gewisse Begrenzung gebracht, oder? Und hat vor allem auch dazu geführt, dass auch im schweizerischen Arbeitsmarkt ist gesucht worden. Wir haben heute 220'000 Stellensuchende. Natürlich kann man nicht alle brauchen, aber ich sehe zum Beispiel jetzt, wir haben 16 im Moment. Das steigt jetzt noch. 16'000 stellensuchende Arbeitslose im Gastgewerbe. Wir haben 10'000 im Baugewerbe. Oder wir haben sogar auch Spezialisten. Wir haben 3'500 Informatiker. Natürlich kann man nicht alle gleich einsetzen. Aber es kann man kein Arbeitgeber sagen, es gäbe nicht auch Leute darunter, die man einsetzen könnte. Und was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Inländervorrang? Der Inländervorrang... Da decken wir uns zu 100%. Jetzt vielleicht noch etwas. Der Inländervorrang haben wir jetzt auch immer noch praktiziert bei den sogenannten Drittstaatangehörigen, also Leute außerhalb der EU. Dort ist es dann kombiniert natürlich mit Kontingent. Aber die Arbeitgeber wissen, wie das geht. Die Behörden wissen, wie das geht. Oder? Und jetzt... auf dem basierend möchte man den Inländervorrang jetzt auch für alle anwenden. Und ich muss vielleicht zwischendurch das sagen. Der Inländervorrang, wenn ihr mit den Leuten redet, auch mit den SP-Leuten, auch mit der gewerkschaftlichen Basis, alle wollen einen Inländervorrang, wobei klar ist, Inländer heisst nicht nur Schweizer, sondern auch Ausländer, die in der Schweiz wohnen. Das ist auch immer klar, das ist auch in der Verfassung so. Ja, in der Verfassung steht es noch,
nicht ganz korrekt, weil noch von Schweizer reden ist, aber es sind alle, die in der Schweiz niedergelassen sind. Okay. Und jetzt sollte der Ablauf wäre so, dass wenn ein Arbeitgeber Leute braucht, die vom Ausland kommen, muss er das dem RAF melden. Er muss nicht melden, wenn er von vornherein einen Inländer nehmen will. Er muss nicht melden, wenn es eine Branche ist, die unterdurchschnittlich Arbeitslosigkeit ist. Also Biochemiker oder Mikrobiologen haben wir einfach zu wenig. Da braucht man nicht noch lange zu melden. Und nachher tut im RAF haben sie eine Liste der Stellensuchenden. Und der RAF-Mitarbeiter muss das abgleichen. Oder? Und die aus dieser Branche melden. Und dann das ist alles schön und gut, aber es reduziert die Zuwanderung nicht. Und doch, das ist der Zweck der Initiative, sagt Herr Locher. Hört, es ist sowieso, es ist jetzt so eine Wirrnis. Ich werde das jetzt noch fertig erklären. Ich habe auch mit RAF-Leuten geredet und ich bin selber noch auch bei der Berufsberatung tätig und weiss, wie das läuft. Oder das muss nachher muss die Firma 2 bis 3, nicht 5 oder 10, einladen zu einem Gespräch. Oder? Und ich finde das auch nötig, weil wir haben sehr viele grosse Firmen, wo HR Leute, also Personalchefs aus dem Ausland kommen, die zum Beispiel das schweizerische Berufsbildungssystem nicht einmal kennen. Und dass sich die müssen auseinandersetzen mit Stellensuchenden in der Schweiz, ist richtig. Und nachher müssen sie es noch begründen. Aber die Begründung ist nachher mehr eine formale Sache. Aber der Ablauf ist nicht so bürokratisch. Und vielleicht noch eins. Es müssen nicht alle eingeladen werden, sondern wir sagen nachher von 10 bis 15 Stellenbesetzungen im Jahr in der Schweiz weit braucht es diesen Vorgang. Aber alle die Gewerbler, die sowieso in der Schweiz rekrutieren, die müssen diese Daten und jetzt habe ich einfach zum Herrn Klopfacher noch ein Problem. Jetzt seid ihr plötzlich dagegen. Ihr habt immer, ich habe euch noch im Kopf und in Erinnerung, wie ihr immer habt den Inländervorrang propagiert. Das Wichtigste. Ja, natürlich. Aber warum seid ihr jetzt dagegen? Doch, das ist ein Inländervorrang. Ein Inländervorrang heisst, Inländervorrang. Man kommt nur ein Ausländer über, wenn man kann belegen kann, dass man in der Schweiz keinen findet. Das so ist haben genau, ja, aber das ist doch genau der Vorgang. Und eben auch die Kontingente. Sagen dann warum. Das ist alles durchgedacht in diesen 37 Jahren. Weil, wie ist das mit dem Kontingent gegangen? Und so ist es auch gut gegangen. Mit regional sind zusammengesessen. Die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, die Arbeitsämter, die Pensionskasse. Jedes Jahr man hat geschaut, was braucht man voraussichtlich, wie viele Leute in welchen Beruf für das kommende Jahr. Das war aber Kontingent. Warten Sie, zuerst kommt eben das Kontingent, das hat eben mit dem Inländervorrang viel zu tun. Und zweitens, die hat man freigegeben, aber voraussetzt ist, dass er keinen findet im Ausland innerhalb von diesen Kontingent. Und dort hat man auch gesehen bei diesen Kontingent, wie viele Berufe hat es auf dem Arbeitsmarkt und wie viele nicht. Das war auch viel einfacher für die Bewilligung, weil, wie er gesagt hat, oder Biochemiker, wenn es nur 3 Biochemiker auf dem Markt hat und man braucht 30, dann hätte man nicht lange müssen den Beweis bringen müssen. Dort, das natürlich... Das ist auch in Zukunft so, Herr Blocher. Das ist schon vielleicht in Zukunft. Das ist jetzt sehr praxisorientiert. Bei den Arbeitsvermittlungszentren, das ist ein ganz kleiner Teil von denen, die auf dem Markt sind. Und es braucht einen vollen. Und bei den Kontingent kommt dann noch ein zweites, weil es muss ja dann die Belege müssen gemacht werden. Jetzt hat es Regionen gegeben, die haben gar keine strenge Anforderung gehabt. Und dann hat man gesagt, aber los mal, ihr habt ja noch so ein offenes Kontingent. Da kann doch nicht stimmen, dass man da keine Kette hat, also ein zusätzliches Druckmittel gegeben. Und dann hat man noch die Höchstgrenze gehabt, die ist 2-mal in diesen 37 Jahren zur Geltung gekommen, bei der Überhitzung 74 und 89. Da hat Mitte Jahr der Bund gesagt, jetzt gibt es keine mehr als Konjunkturdämpfung. Und es hat ja immer funktioniert und es hat es niemand ändern wollen. Aber ich muss das, was jetzt der Ständerat Mehrheitslösung ist, die ist ja von Philipp Müller entwickelt worden, die Lösung
basiert auf der bisherigen Erfahrung, aber passt sich jetzt an, natürlich an die neue Welt, oder? Aber das ist genau die Erfahrung, wo die Ämter und die Arbeit und auch die Personalchefs sind ja eingespielt auf diesem System. Gut, jetzt will ich Frau Rühl hören. Ja, genau. Also jetzt eben die Kontingentgeschichte. Herr Stramm hat es gesagt. Häufig sind dann die Kontingente im August ausgeschöpft gewesen. Und da müssen wir natürlich schon aufpassen. Oder Sie, Herr Blocher, als Chef der REMS, als grössten Arbeitgeber im Kanton Graubünden, Sie haben eine Verhandlungsmacht gegenüber dem kantonalen Arbeitsmarktamt. Sie haben dort Ihre Stellen, Ihre Ausländer, die Sie gebraucht haben, können holen. Die KMUs, die haben nicht die gleiche Verhandlungsmacht gegenüber ihren kantonalen Arbeitsämtern. Und wir wollen gleich lange Spiesse für alle. Und was den Inländervorrang anbetrifft, so wie er jetzt vom Ständerat vorgelegt worden ist, ist wirklich eine sehr zielgerichtete Geschichte. Dort, wo es nicht nötig ist, muss er nicht eingesetzt werden. Hingegen dort, wo es nötig ist, wo eben die Arbeitslosigkeit hoch ist, also wo wir die Leute im Land haben, dort soll er eben greifen. Und wenn ich bin auch eine Arbeitgeberin. Also wenn ich dann Stellenbewerber habe, wo ich weiss, die sind schon seit 10 Jahren, 5 Jahren in der Schweiz, wo ich weiss, ich kann Schweizer Referenzen anrufen, dann nehme ich doch die Leute, die ich besser weiss, was sie bringen, als irgendein Ausländer, der irgendwo in Portugal ist, wo ich keine Ahnung habe, ob das eine gute Person ist oder eine schlechte Person. Also darf ich fragen, unterstütze ich dir jetzt also die ständerätliche Kommissionsmehrheit? Wir unterstützen die ständerätliche Kommissionsmehrheit. Wir haben überhaupt keine Kurve gefahren. Die Economy Suisse hat auch Kurve gefahren, seit der Abstimmung. Ich habe vorher gesagt, mit Ausnahme von dieser Begründungspflicht, mit der sind wir nicht einverstanden. Das ist ein Detail. Wir glauben auch, dass es eine Zuwanderungsabhängigkeit geben soll. Also man kann sich vorstellen, dass das ganze System erst greift, aber eine gewisse Schwelle. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man die einzelnen Massnahmen stufenmässig einsetzt. Also man fängt an mit der Meldepflicht. Und wenn das nicht greift, sagt man, man braucht noch die Interviewpflicht. Das muss man diskutieren. Und das müssen jetzt die beiden Räte miteinander ausführen. Aber von der Stoßrichtung her sind wir langsam in einen weiteren Teil gekommen. Ihr wollt ja noch eine Schutzklausel wollen mit einseitigen Massnahmen. Dass der Bundesrat, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, nachher kann im Notfall einseitige Massnahmen. Und das ist nicht mehrheitsfähig. Aber tut er auf dem nicht mehr beharren? Wir haben ja sogar im Bundeshaus gesagt, das ist eine Puffklausel. Das heisst, das gibt eine unsägliche, unklare Situation oder mit Lobby abhängig und so weiter. Die haben natürlich immer gedacht, wir setzen die Schwelle so hoch, setzen, dass man es nie anwenden muss. Das stimmt überhaupt nicht. Können wir langsam zum Schluss kommen? Vielleicht das noch. Einfach die Situation, oder ich meine, man muss schon sagen, man muss festhalten, die Situation im Vergleich zu vor einem Jahr hat sich fundamental geändert. Wir haben ja gesagt, es braucht eine einvernehmliche Lösung mit der EU. Wir haben das wollen verhandeln. Und wir stellen jetzt einfach fest, dass die EU wegen dem Brexit nicht mit uns verhandeln will. Also müssen wir eine Lösung finden, damit wir es selbstständig umsetzen können. Und das sollte eigentlich der Herr Blocher zufrieden sein. Wir tun es selbstständig umsetzen. Und damit wir es selbstständig umsetzen können und gleichzeitig Personenfreizügigkeit nicht ritzen, braucht es eben die Massnahmen, die konform sind. Danke vielmals. Das ist genau der Punkt, den ich eigentlich in der zweiten Hälfte der Sendung herren. Danke vielmals. Sie haben eigentlich die perfekte Überleitung gemacht, Herr Blocher. Darum sind wir ja in diesem Wirrwarr, weil die Seite sagt, wir sind gefangen in dieser Situation, dass wir einen Vorschlag bringen müssen, der EU-konform ist, der personenfreizügigkeitskonform ist. Sonst kommen wir massive Schwierigkeiten über mit den bilateralen Verträgen. Das steht nicht in der Verfassung. Das ist die Idee von denen. Weil die natürlich Personenfreizügigkeit lieber haben. Und sagen, die EU muss auf jeden Fall einverstanden sein. Die EU hat es gut in dieser Sache. Die hat nämlich gar nie verhandelt mit der EU. Also Frau Rühl hat jetzt gerade gesagt, die Verhandlungen haben zu nichts geführt. Nein, wir hätten ja nie können verhandeln. Ich habe ja dank meiner Bundesratstätigkeit mit denen Beziehungen. Die haben immer gesagt, was wollen wir eigentlich?
Ihr seid noch nie gekommen und gesagt, so machen wir es. Wir lesen ja die Zeitungen. Die einen sagen, man macht alles rückgängig, Gras an und so weiter. Sie aus Angst quasi, dass man kennt. Hört, wir verlangen, dass der Vertrag eingehalten wird, fertig. Hocken auf einem hohen Ross. Und weil sie gemerkt haben, dass man da panische Angst hat, die bilateralen Verträge, die sieben könnten dahin fallen, haben die gesagt, ja, dann werden wir die halt fallen lassen. Und dann in der Schweiz wenden sie ja unbedingt. Also es ist eine unmögliche Situation. Aber ich bin überzeugt, wenn man der EU sagt, das machen wir jetzt, und das ist beschlossen, es tut uns leid, kann ja der Bundesrat sagen, das Volk hat das beschlossen, das ist halt unser oberster Gesetzgeber, wir machen es. Und das ist ja, jetzt tut man da so diskutieren, über so, ob man müsse hier, ob man müsse drei Vorlagen, ob man es begründen und so weiter. Ein Inländervorrang heisst, der Inländer hat einen Vorrang bei der Anstellung. Aber und das ist noch gekoppelt mit einem Haufen Sachen. Die Hälfte sind der Leute. Aber Frau Rühl hat gesagt, die Situation ist etwas komplizierter geworden. Wir haben einen Brexit, Großbritannien tritt aus. Die EU ist ganz fokussiert auf das Thema. Sie wollen keine Präjudizen schaffen. Das heisst, wenn das nicht EU-konform ist, dann gibt es einen riesen Druck auf die Schweiz. Also zuerst müssen wir mal wissen, was wir wollen. Und nicht immer sagen, die EU will nicht. Dass die EU nichts will, ist ja klar. Und jetzt bringt man den Brexit. Das ist ja. Dann diskutieren wir jetzt doch mal. Nur ein aufs Mal, bitte. Ja. Der letzte Satz nochmal, den hat man nicht verstanden. Das Schweizer Volk hat ein System beschlossen, das wir hatten. Gut. Das ist auch nicht nur der Inländervorrang und Kontingent. Da steht auch Beschränkungen. Dass man einen Arbeitsvertrag muss haben, wenn man kommt. Man redet über die Massenzuwanderung gar nicht. Die Leute kommen mit der Familie. Tatsache, in der Schweiz bin ich in der Gemeinde schauen, wo man den Gemeindepräsidenten angelötet hat. Die kommen mit der Familie in die Schweiz ohne Arbeitsvertrag, weil sie gemäß dem Vertragsrecht dann während 3 Monate Arbeit suchen und mit der Familie einreisen können. Die Kinder gehen in die Schule. Nach 3 Monaten keine Stelle kann man es verlängern auf 6 Monate. Und jetzt sagt der Bund, dann müssen halt die Gemeinden die ausschaffen. Sagt der Gemeindepräsident zu Recht, schicken wir jemanden, der von Frau und Mann mit 3 schulpflichtigen Kindern ausschafft, weil er noch keine Stelle hat. Die hocken alle auf der Sozialhilfe. Gut, machen wir einen Punkt, ja, Herr Blocher. Sonst kommen wir vom 100. ins 1000. Es ist ein Beispiel für so was zusammen. Passiert. Ja. Und dann bei den Sozialleistungen auch. Mhm. Sie hat es gesagt, Frau Hüll, bei denen aber, Herr Blocher, Leute, die Sie anstellen, Sie stimmt das. Vater nicht verlieren. Schauen Sie, wenn einer jemanden anstellt, das ist heute auch Mode, auf dem Bau, dann hat er eine Stelle. Dann stellt er 2 oder 3 an. Kommen da 3 Portugiesen, und der Beste behalte und die anderen gehen wieder. Wir haben 15% arbeitslos jetzt bei den Portugiesen. Das sind ja nicht Fachkräfte. Hören Sie mal auf mit dieser grossen Zuwanderung von der Spezialisierten. Herr Blocher, ich will die andere Seite hören. Bisschen, danke vielmals. Ich will noch mal zurück zum Ausgangspunkt. Vielleicht zum was war der Volkswille? Oder ich meine, das Schweizer Volk hat entschieden, dass Zuwanderung in die Schweiz wieder selbstständig gesteuert werden soll. Das ist der Volksentscheid. Das Schweizer Stimmvolk hat nicht entschieden, das Personenfreizügigkeitsabkommen zu kündigen. Und darum, wenn Sie jetzt schauen, es gibt Umfragen aus dem Mai von diesem Jahr, die sagen, man hat den Leuten die Frage gestellt, was ist euch wichtiger, die bilateralen Verträge oder eine harte Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Und die Leute haben mit 60% gesagt, uns sind die bilateralen Verträge wichtiger. Von dem her tut jetzt das Parlament, was sie machen, im Sinn von dem Inländervorrang eigentlich auch einen Volkswillen umsetzen. Aber ist das nicht, Frau Rühl, ist das nicht ein bisschen zu vorsichtig? Herr Bloch hat gesagt, man hat ja der EU gar nicht gesagt, was man will. Und ich denke immer, wir sind ja nicht das Land, das irgendwie eine Bananenrepublik ist. Wir haben doch ernsthafte Anliegen. Wir können doch die bei der EU formulieren und sagen, wir haben auch einen Volksentscheid, wir sind in der Zwickmühle und wir können jetzt nicht anders, wir müssen das jetzt so umsetzen. Jetzt das ist ja genau das, was wir jetzt machen. Also ich will dann auch noch sagen, ich bin nicht die verhandelt, Sie müssen von dem her nicht mich anschauen. Ja. Also, wir haben unsere Diplomaten haben festgestellt, mit Brüssel ist nicht zu verhandeln. Also tun wir jetzt selbstständig umsetzen. Darf ich vielleicht etwas sagen zu dem? Ihr habt mit dem immer gespielt, mit Brüssel ist nicht zu verhandeln, Brüssel gibt nicht an. Gibt, gibt, gibt.
das war nie offiziell. Brüssel hat natürlich ein ganzes, wo sie nicht nur gegenüber der Schweiz, sondern gegenüber den Dänen und den Holländern, natürlich ganz ein perfides Spiel gespielt. Dass es, immer, es gibt Journalisten, die das sehr, sehr, sehr brüsselkonform sind. SRG-Journalisten und andere. Und die haben immer kolportiert, wie hochrangige Diplomaten in Brüssel gesagt haben, das gibt eine Kündigung und so weiter. Oder es ist vor allem ist ja, das Swiss Desk ist ja noch bei der Frau Mogherini, die da ganz findlich ist gegenüber der Schweiz. Also der Juncker hat es zu sich genommen. Und jetzt tönt es schon etwas anders. Und der, alle Verbände, nicht nur die Economie Suisse, haben mit dem gespielt, das geht nicht. Aber Herr Stamm, ich verstehe das gar nicht, wenn man ein bisschen aktuell an gewissen Anlässen ist. Ich darf nur sagen, an der Churchill-Feier war Jean-Claude Juncker in der Schweiz. Und dann hat der Roger Köppel gefragt, wenn die Schweiz das wortgetreu umsetzt, ob dann die EU die Verträge kündigt. Und der Herr Juncker hat gesagt, nein, natürlich nicht. Ja, eben. Und er ist nicht der Einzige. Eben. Angela Merkel hat sich auch schon so gewesen. Also, ich verstehe irgendwann dann die Diskussion gar nicht mehr. Lass ich habe vorletzte Woche oder Herr Selmayr getroffen, ja. Wo nachher auch mit Schweizer, ist. Das ist der Kabinettschef vom Juncker und der ist heute im Reden und ist die starke konzeptionelle Figur in der Direktion, also im Präsidium von der Kommission. Der war ja da, war im Seminar. Und nachher sind ja noch zwei Schweizer Diplomaten mit ihm zusammengekommen am anderen Morgen. Und dort war plötzlich auf einmal nicht mehr von den institutionellen Abkommen drin. Und plötzlich hat es so getönt, erstmals, es geht auch mit dieser Lösung Inländervorrang sogar, sie haben ihm erklärt, sogar die Diplomaten, wie die ständeratliche Lösung. Und er hat gesagt, das ist nicht ein Kriegsbeil von der Schweiz. Oder? Und dort hat Brüssel geändert. Jetzt muss ich aber sagen, auch noch warum. Weil in der letzten Zeit bei uns eine gewisse Härte ist auch bei der ganzen Verhandlungstaktik gegenüber Brüssel, dass man einfach einmal auch hat gesagt, wir haben unsere Position, wir sind nicht Mitglied von der EU, wir müssen nicht den Acquis communautaire übernehmen und noch gerade die Jurisdiktion vom Europäischen Gerichtshof. Und dort haben wir zu lang auf die Juristen, unsere Europarechtsjuristen gelost und auf die Journalisten, die nie gesagt haben, wer eigentlich redet von Brüssel nicht viel, muss ich noch mal sagen. Dann würde ich gerne noch Frau Rühl hören als Antwort. Schaut einmal, und das sieht man auch im Internet unter dem Titel Vertragsverletzungsverfahren in der EU. Das heisst, also, wenn Länder die Brüsseler Regeln nicht einhalten, die haben Dutzende von Vertragsverletzungen, auch durch unsere Nachbarn, durch die Franzosen, durch Österreich, durch die Schweden. Das ist offensichtlich. Also, ja, das ist offensichtlich. Aber Flüchtlingskrise und beim Euro ohne Ende. Und wir sind vor ausleilendem Gehorsam, hat man, ich sage jetzt Frau Professorin Doppler gefragt, oder Frau Professorin Epinay, und die hat gesagt, Achtung, Mannfinger, Brüssel geht nicht. Und der Verband, nicht nur Economie Suisse, hat das übernommen. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt will ich Frau Rüchli hören. Frau Rüchli, warum begründet sie das so, dass man so dermaßen in jedem Artikel muss EU-konform vorgehen? Also eben, unser oberstes Ziel ist die Sicherung der bilateralen Verträge. Folglich haben wir alles Interesse daran, dass wir jetzt keine Vertragsverletzung produzieren und eine Eskalation riskieren. Zuständig ist jetzt das Parlament. Ich will gerne noch etwas sagen, der Volksauftrag ist die Steuerung der Zuwanderung. Und dann muss man doch einmal schauen, wer wandert da eigentlich zu? Und dann ist es ja interessant zu sehen, dass nur die Hälfte der Zuwanderung geht in den Arbeitsmarkt. Das heisst, die andere Hälfte, das sind Leute, die für ein Studium in die Schweiz kommen, oder das ist Familiennachzug. Und nachher, wenn man schaut, die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, dann ist wiederum ungefähr die Hälfte, die geht in den öffentlichen Sektor und die andere geht in die Privatwirtschaft. 62%. Also von dem her, das müssen wir anschauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man zum Beispiel Zuwanderung in den öffentlichen Sektor anschaut, dann erwarte ich eben auch von den öffentlichen Arbeitgebern, dass sie mitziehen und da auch den Inländern den Vorrang geben und nicht Ausländer anstellen. Dann braucht es auch Massnahmen, die heissen,
die Stellen, der Stellenzuwachs in der öffentlichen Verwaltung, der also unendlich ist und wo eben dann auch Arbeitskräfte absorbieren, das muss gestoppt werden. Wenn der Herr Blocher redet von Zuwanderung ins Sozialversicherungssystem, das muss aufhören. Oder? Da muss man eine Einschränkung machen. Wir wollen als Wirtschaft können auch in Zukunft Zugriff haben auf qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland. Aber wir stehen nicht ein für eine Zuwanderung von irgendwelchen Kategorien von Personen. Und wenn ich bei den Sozialversicherungen bin, oder, das ist interessant zu sehen, dass auch in der EU wird jetzt dort die Schrauben angezogen, dass die EU-Mitglieder dürfen bei der EU-internen Zuwanderung Schranken setzen von EU-Ausländern, die in ein Land kommen und direkt in die Sozialversicherung gehen wollen. Die dürfen verlangen, dass die zuerst Beiträge zahlen müssen. Und solche Sachen sollten wir auch machen. Und dann, ich finde einfach, die ganze Diskussion ist jetzt fokussiert ausschließlich auf den Inländervorrang, aber es gibt einen ganzen Strauss von weiteren Massnahmen, die wir treffen können, die die Zuwanderung oben runterbringen. Und das ist das, was der Volkswillen ist. Das ist sehr interessant, dass Sie das mal so deutlich sagen, weil bis jetzt hat man immer das Gefühl gehabt, wenn man die Einwanderung reduziert, dann hätte die Wirtschaft das Problem. Aber Sie sagen ja jetzt eigentlich klar und deutlich, dass man einen grossen Teil reduzieren kann, ohne dass eine einzige Arbeitskraft, Fachkraft verloren geht. Ja, aber dann ist jetzt der Teufel an die Wand gemalt worden. Allgemein, es ist nichts Konkretes auf dem Tisch. Würde Sie den moralischen Aufruf, ich erwarte dann auch, dass einer einen Schweizer nimmt, statt einen Ausländer. Erstens müssen Sie wissen, heute ist das strafbar. Wenn Sie einem sagen, du bist ein Ausländer, ich nehme den Schweizer, ja, können Sie noch einklagen. Mit der Personenfreiheit. Ja. Das müssen Sie auch nicht sagen. Ich sage, Sie können es schon verheimlichen. Aber Sie entscheiden, Sie sind der Unternehmer, ich bin die Arbeitgeberin. Sie haben die Dossier vor sich, dann tun Sie doch den Bestqualifizierten nehmen. Also, und wenn das ein Inländer ist, dann haben Sie alles Interesse, den Inländer zu nehmen, weil den kennen Sie besser. Ja, und wenn er gleichwertig ist und Sie sagen, also ich sage nur, die Idee ist eben eine falsche, dass man die genau gleichstellt. Und jetzt muss ich sagen, ich war also an diesen Verhandlungen dabei gewesen bei der Wirtschaft. Ich war der Einzige, der von der ersten bis zur letzten Runde immer dabei war. Von all diesen Sachen ist nichts von der Wirtschaft da, wo die soziale Einschränkung, die den Familiennachzug bremsen. Wir haben die Vorschläge für Kurzverträge, also für 6. Wir sind von 4 Monaten ausgegangen. Wir haben dann nachgegeben bis auf 9 Monate für den Tourismus. Dort ist es gerechtfertigt, kein Familiennachzug. Das sind junge, ledige Männer oder Frauen. Auch für die Landwirtschaft und so weiter. Aber wo dem hat gesagt, ja, wir haben nichts dagegen. Aber das ist überhaupt nicht eingetragen worden in die Tröpfe. Von dem ist nichts vorhanden. Das macht schon sehr viel aus. Das Schweizer Volk hat wollen, die massive Massenzuwanderung senken. Nicht nur eigenständig regeln. Eigenständig regeln, das sind die Instrumente in der Verfassung. Und Sie können schon sagen, wir wollen das machen. Ich kann Ihnen sagen, die Massenzuwanderung geht weiter. Und man hat das erste Mal das Schweizer Volk irregeführt, indem man gesagt hat, es werden maximal 8.000 bis 10.000 sein. Das gehört der Gusch von heute noch vor dem Parlament. Fachleute haben das gesagt. Und jetzt sind wir im Durchschnitt bei über 80.000. Halt jetzt. Wir haben die 80.000 gewesen. Netto Zuwachs von Ausländern und nach Abzug von 40.000 Einbürgerungen. Brutto Zuwanderung, alle sind 150.000 pro Jahr. Von denen, die bleiben. 150.000. Und dann werden die 40.000 Einbürgerungen kommen dann ab. Und ja, die, die natürlich auswandern, rückwandern oder sterben, sind ja auch noch abgezogen. Dann sind die 80.000 nur zur Korrektur. Aber ich möchte zum ganzen Streit jetzt zwischen den beiden Lagern etwas sagen. Es sollte möglich sein, gerade sich im Inländervorrang irgendwie doch zu einigen. Ich höre von der Economy Suisse heute andere Töne. Es hat anders getönt, Frau Rühl. Es hat anders getönt. Ihr habt in den ersten
die ersten zwei Jahre nach der Abstimmung hat er nur noch immer von der Kündigungsgefahr von der Bilateralen geredet. Jetzt hat man das ein bisschen geändert. Ich finde, der Verband und euer Verband hat das ziemlich Kurve gefahren. Und ich finde auf der anderen Seite die SVP, die jetzt nicht mehr einfach ihre Initiative vertritt, sondern jetzt geht es ja um den Verfassungsartikel, der angenommen ist, und um die Interpretation, die nicht mehr eure Sache ist, sondern eigentlich Sache vom Parlament. Oder dass man nochmals sich einigen könnte, vielleicht Kontingenzen außer Betracht, weil unpraktikabel. Aber ich glaube, alle sind der Meinung, es muss national gesteuert werden, im nationalen Interesse. Und das Instrument liegt im Moment auf dem Tisch mit dem Inländervorrang. Wobei das, was der Nationalrat hat beschlossen hat, und das seid ihr auch dahinter gewesen, ist kein Inländervorrang. Ist nicht ein Inländervorrang. Nein. Und das ist, finde ich auch, und ich habe ein anderes Lager als der Herr Bloch. Ja. Wir haben, weiss Gott, immer Streit gehabt. Aber das war wirklich ein Beschiss gegenüber dem Volk. Hingegen die Vorlage der Ständeratsmehrheit, Felix Müller, ja, von der Kommissionsmehrheit, sollte jetzt eine gewisse Konvergenz geben. Und nochmal, ich verstehe jetzt nicht, dass die SVP-Vertreter das jetzt nicht akzeptieren. Okay, also sie sagen quasi, es läuft jetzt langsam, jetzt hat man noch quasi unterschiedliche Formulierungen, aber wir sind ja nicht fertig. Es läuft jetzt am Schluss auf irgendeine Art von Inländervorrang raus. Und das ist für Sie eigentlich die richtige Richtung, für Sie auch. Ich höre es jetzt neu, das ist gut. Also ein Novum, heute zu hören, an diesem Sonntag. Also, die SVP sagt, ja. Sie haben immer wieder geändert, aber es ist jetzt. Auch ihr müsstet jetzt, Herr Blocher, müsstet jetzt eigentlich entgegen. Die sind nicht glaubwürdig, wenn ihr in die Verfassung schreibt, ihr wollt den Inländervorrang. Und jetzt seht ihr nicht mehr ganz so aus wie 1999. Dann seid ihr dagegen. Ihr müsst jetzt auch. Der Ständerat beschließt, wird keine Reduktion von der Zuwanderung oder keine signifikante. Hör, ich bin noch bei der Berufsberatung. Und ich habe mit RAF-Leuten geredet. Und die sagen, die haben ja eine Liste der Stellensuchenden. Ja. Und das RAF muss ja auch vermitteln, oder? Regionale Arbeit, Vermittlung. Oder? Und das ist nicht so, wie der Herr Sauter jetzt sagt, dass es so eine Bürokratie ist. Das können die machen, es braucht. Das ist zugegeben. Heute hat ein RAF-Mitarbeiter 100 bis 120 Arbeitslose als Klienten. Und das muss man dann vielleicht auf 60 bis 80 runter. Das kostet nicht mehr. Aber wir sparen hier etwas ein. Erlauben Sie mir, dass wir auf den Punkt kommen. Sie sagen, das ist nicht so. Nicht mehr der Arbeitslose. So aber zuerst darf ich noch begründen, warum das eine kleine bürokratische Übung ist, die aber keine massive Senkung von dieser übertriebenen Zuwanderung bringt. Vor allem ist gar nichts anderes dabei. Zum Beispiel Familiennachzug, Zuwanderung ins Sozialsystem, Sie reisen ohne Arbeitsvertrag, die Arbeit suchen. Die ganz grosse Bombe kommt nämlich in der Sozialhilfe. Und die Masseneinwanderung wird bleiben. Es gibt vielleicht, da kann man sagen, ja, da ist jetzt mal etwas geraten. Aber es geht um so eine grosse Masse. Das heisst, Sie sind mit dem absolut nicht einverstanden. Bringt es nicht. Und die Verfassung sieht darum alle die Instrumente vor. Okay. Da haben wir abgestimmt. Wir haben es auch verteidigt. Aber lass ich das bringen. Darf ich schnell? Ich möchte Herrn Blocher gerne fragen. Was ist denn jetzt? Bringt, zum Beispiel im Kanton Zürich sagen sie 12'000 Leute aus dem Ausland pro Jahr. Bei guter Praxis von diesen RAFs in Zukunft können wir 5'000 bis 6'000, das heisst die Hälfte vom Arbeitsmarkt in der Schweiz holen, vom Arbeitslosenmarkt in der Schweiz. Und die andere Hälfte aber können wir weiter vom Ausland. Der Chef von Angesagten hat gesagt, aber das kann man nicht durchführen. Das ist also... Sagen noch mal, Sie müssen mal in die Praxis gehen, statt Ihre Theorien. Gut, jetzt will ich in eine Schlussrunde kommen. Jetzt will ich wissen, Herr Blocher. Geh noch begründen, warum man einen nicht braucht und noch gestraft werden, wenn er es nicht recht macht, bis 40'000. Und das ist dann eine angenehme Pflicht, wenn drei musst anhören und zwei musst sagen, die kann ich nicht brauchen oder allen drei nicht. Sie also, können sagen, Sie müssen ja nicht die Worte sagen. Ja, können Sie vorstellen. Also, das ist schon ein bisschen erstaunlich, oder? Also, das ist also wirklich absolut nicht liberal. Aber darf ich schnell... Ich sage es gerne nochmal. Wir sind gegen die Begründungspflicht. Und ich meine, Sie haben in jeglichem Rekrutierungsprozess müssen Sie am Schluss gewissen Leuten absagen. Weil Sie stellen immer nur einen an. Also von dem her, das ist nichts
nichts Außergewöhnliches. Nie, nie begründen, warum jemand nicht berücksichtigt. Ja, ich sage ja auch. Ich sage ja auch. Aber das ist jetzt das drin. Wir nicht über etwas reden, das nicht drin ist. Das ist jetzt drin. Fakt ist, dass das jetzt so aufgeleistet ist, dass die Mehrheiten vorhanden sind für mehr oder weniger diesen Vorschlag von einem Inländer Vorrang. Das wird wahrscheinlich so durchgehen. Das ist ja sehr knapp. Darum nimmt mich Ihre Einschätzung wunder. Sie haben gesagt, das Referendum macht keinen Sinn. Das ja, bringt ich meine, nichts. Wir haben noch das heisst, Lösung, Sie sind eigentlich geschlagen. Im Moment. Sie haben wir sind ja nicht verpflichtet, den Verfassungsauftrag durchzusetzen. Wir haben dem Volk vorgelegt, die Verfassungsbestimmung. Und wenn das Parlament die Aufgabe macht, dann führt das zu dem, wie wir die Verfahren nicht hatten. Und nachher haben wir gesagt, wir helfen sofort mit umsetzen. Frau Sommaruga hat eine Kommission gemacht, hat alle eingeladen, die gegen den Artikel waren. Nur eine Gruppe, nicht uns. Das ist unkorrekt, das bin ich auch der Meinung. Ja gut, wir haben gleich noch mitgemacht. Aber lassen Sie jetzt noch mal, jetzt sind wir so weit, dass wir sozusagen gleich einmal eine Vorläufige, ich halte übrigens die Lösung vorläufig, wenn der Brexit abgelaufen ist, dann sieht die Welt vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber jetzt geht es ja darum, dass im Ständerat, und die können besser diskutieren als im Nationalrat, wo der Hickhack ist, einigermaßen eine Lösung gesucht wird. Und ich erwarte jetzt von euch als Chefstrateg, dass ihr da eure Leute auch ein bisschen in den Griff nehmt. Nicht weil der Herr Föhn, der ist ja ein guter, populärer Politiker, aber der, im Muotatal, das ist nicht die Welt, die Arbeitswelt, wo man jetzt von ihm kann verlangen kann, dass er die Weitsicht hat, das umzusetzen. Also Moment, der Herr Föhn ist jetzt nicht da. Nicht da aber also wir wissen, der Herr Föhn vertritt es gleich als ich und ich wohne nicht im Muotatal und ich habe Erfahrung weltweit. Aber ich habe mehr Handel getrieben als alle, die bei der Ökonomie Suisse ich appelliere jetzt miteinander. Ich appelliere jetzt einfach darauf, dass die ständerätliche Kommissionsmehrheit einigermaßen Basis ist, wo der Nationalrat immer noch auch Feinsteuerung machen kann. Zum Beispiel bei der Begründungspflicht sehe ich ein, dass man dort, das muss man nicht rauskippen, das kann man irgendwie standardisieren. Oder? Das haben wir übrigens auch heute, haben wir ja eine Begründungspflicht bei den Drittstaatangehörigen. Es ist nicht neu, was der Ständerat hat. Herr Stamm, wir haben nur noch 3 Minuten. Ja. Ich will eigentlich vom Herrn Blocher wissen, da haben wir irgendwie den Gedanken ein bisschen verloren. Sie sagen, ja gut, es steht jetzt in der Verfassung, aber was heisst das letztlich, dass Sie sagen, die Kritik kommt bei den nächsten Wahlen? Oder was, wie geht es weiter aus Ihrer Sicht? Der Fall ist für mich jetzt klar. Im Parlament will niemand den Artikel erfüllen. Fertig. Mhm. Das ist für mich klar. Sie sagen auch, die Ökonomie ist vorderst. Für uns gehen die Bilateralen vor. Also die gehen der Verfassung vor und das Bundesgericht hat da noch gerade mitgemacht. Dann setzen wir die direkte Demokratie außer Kraft. Jeder findet, aus dem Grund, aus dem muss man es nicht machen. Und also für mich gehen Sie nicht vor, die Bilateralen. Das ist eine Ausmachung. Aber für Sie ich sage, im Gegensatz zu den Verbänden. Es ist unser Ziel, die zu erhalten. Aber im Gegensatz zu den Verbänden sage ich, die Bilateralen werden nicht gekündigt von der EU. Ja, es braucht nämlich 27 Stimmen, Länderstimmen, Einstimmigkeit. Und wenn die Diskussion um Personenrechte, wir das nie akzeptiert. Ja, und die Interessen sind auch dagegen. Meinen Sie, die lösen die Verträge? Frau Merkel hat am Sonntagabend, wo man abgestimmt hat in der Schweiz, wo man sie gefragt hat, lassen die jetzt die Bilateralen fallen, hat sie so gemacht. Da braucht er viel, bis Frau Merkel Finger an die Schläfe, sie hat ja nicht so emotional und sagt, wir lassen doch nicht Verträge haben, wo man abgeschlossen hat in unserem Interesse. Die Meinung aber, teile ich auch gegen die Verbände. Jawohl. Und das müssen wir jetzt aber in die Politik einfließen. Und darum sollte man das auch nicht immer denen sagen. Sie drohen können es ja immer, natürlich. Aber jetzt muss ich sagen, wir haben ja auch mitgearbeitet. Also ich war da bei der Wirtschaft. Ich war dort auch dabei und habe immer wieder gesagt, passt, schauen wir auf die Sozialversicherungsgeschichte, schauen wir auf den Familiennachzug. Keine von den Parteien, die dort dabei war, hat den Ball aufgenommen. Also das ist, Entschuldigung. Wie soll ich sagen? Und man hätte sich können stützen. Es gibt noch eine zweite Botschaft vom Bundesrat. Die heisst Integrationsbotschaft. Dort hat es ein paar Massnahmen drin, wo man gut oder schlecht finden kann. Aber dort, das wäre ein Hebel gewesen, um noch zusätzliche Anträge zu stellen. So und das ist total stiefmütterlich, wie das behandelt. Alle die Anträge also da, muss ich sagen, haben die Parteien ihre Verantwortung alle nicht angenommen. Alle Anträge sind
im Nationalrat Beschränkung im Sozialen, beim Familiennachzug, wo, befristig, alles in 40 Anträgen gibt es Konzept. Das Konzept haben wir ja gehabt. Wieso hat man nicht das Gesetz von dort mal zum Ding ausgenommen und gesagt, was tun wir ändern? Kann man ja noch etwas ändern. Aber so geht es nicht. Und Sie werden sehen, es gibt keine Senkung. Es geht ja nur um das. Schweizer Volk hat ja wollen. Tut doch jetzt die Praxis einmal annehmen. Ja gut, jetzt können und die ja durchsetzen. Und in den nächsten zwei Jahren, bis die Brexit-Geschichte verhandelt ist in Brüssel, einmal die Praxis einführen, ja. Und dann gehen wir wieder hinter. Herr Stram, aber wenn ihr das wissen, müssen wir sie annehmen. Wir können ja keine andere Möglichkeit. Ich verstehe euch nicht, wenn ihr jetzt das bekämpft. Ihr habt das wollen und das habe ich gut gefunden, dass ihr das aufgebracht habt. Ich bin persönlich immer für den Inländervorrang im Gegensatz zu den Verbänden. Ja. Jetzt tut doch auch da Hand bietet, dass man die Praxis heute modernisiert, wieder einführt. Danke vielmals, Herr Stamm. Meine Herren kann ich jetzt nicht sagen, Herr Blocher, Frau Rühl, wir sind am Schluss von unserer Sendezeit und ich sehe, es gibt noch unglaublich viel zu diskutieren. Es ist ja klar, dass diese Diskussion noch sehr lange weitergehen wird. Vielleicht können wir sie in dieser Runde oder in einer anderen Zusammensetzung weiterführen. Ganz herzlichen Dank, Rudi Stramm, Monika Rühl von Econoswiss und Christoph Blocher. Das sind Standpunkte von der Basler Zeitung. Die nächsten Standpunkte gibt es in einer Woche. Danke fürs Zuschauen. Adieu miteinander.